Hi Leute, herzlich willkommen zurück zu Arma 3 Altes Live Mode. Ja, ich bin ein bisschen im Stress als Cop unterwegs und wir wurden gerade von einem bewaffneten Offroader beschossen und einen Ifrit und sind gerade beim Diamantenhändler und jetzt schauen wir mal, ob wir die Sache irgendwie unter Kontrolle kriegen. So, dreh mal wieder rum. Dreh mal wieder rum. Uff. Wieso, wo sind denn die jetzt alle hin? Wo fahren denn die hin? Oh Mann. Ich weiß, dass man hier vorne wieder auf die Hauptstraße kommt, direkt hier. Sören, für Tino kommen. Jürgen hört. Auf welcher Position befindet ihr euch gerade? Pass auf. Weit weg. Hab ich auch. Games Trigger, für Tino kommen. Gehört. Könnt ihr bitte hoch zum Diamantenhändler kommen? Hier befindet sich ein bewaffneter Offroader und Ifrit sowie ein gestohlenes Polizeifahrzeug RR. Willst du nicht aufnehmen? Ich nehme auf. Okay, hallo. Ja. So, Ola Hansfroh kommt da oben. Ich sitze aktuell im Fahrzeug von Hören. Aber ihr befindet euch bei DP-13, oder? Ja, genau. Was nicht weit weg ist. Ja, warten jetzt. Kommt die oder kommt die nicht? Da oben fährt der Ifrit. Versuch mal irgendwie ein bisschen dran zu bleiben mit großem Abstand. Oder beziehungsweise fahr mal zu den Hemmels hier vor. Den können wir erstmal impounden. Und das Polizeifahrzeug hier, das können wir auch impounden. Das ist das von uns vorhin. Wir fahren jetzt erstmal zum RHQ und an Hören startet sich dann neu aus und werden dann gleich anrücken. Verstanden, Ende. So, gut. Du impoundest mal. Ich glaube, hier können wir die Taser-Waffen wegstecken, also ich zumindest. Ah, Sören im Hunter. Hab nicht mehr als Taser. So, das ist richtig. So, jetzt müssen wir einmal hier. Es liegt hier noch Schönes rum. Einmal die Dose aufnehmen. Boah, jetzt nimmt doch die blöde Dose auf. Das kann nicht wahr sein. Donut. So. Okay, warte, lass mich mal fahren. Du impoundest noch, ne? Ja, 60%. Ich bin schon auf der Karte. Also einmal M drücken und wieder zurück, ne? Was, N? M, wie für die Karte. M, ja. Und bei mir schneller, wenn ich M drücke und ranzoome. Fährt. So, hüpf rein. Okay, schauen wir mal, ob wir die irgendwie hier wiederfinden. Oder warte mal, wir schauen erstmal ganz schnell, ob der Hammett hier hinten noch steht, weil den könnten wir auch impounden, weil das ist ja der, den sie vorhin geklaut haben. Ah, da schreibt er auch gerade, haben sie meinen Hammett beim Dia. Ja, ich antworte ihn. Andy. Wie heißt der? Jens. Ich hab schon, ich guck mal. Aber hier steht kein Hammett mehr. Also nein. Wo ist der Hammett? Ist da noch ein Hammett, oder? Warte, oben. Abel war da raus, der war weiter vorne. Rebell of Rotor Dia Trader, okay. Also die sind hier irgendwo noch ganz in der Nähe. Wahrscheinlich Dia Verarbeitung in. Ne, Dia Trader ist der Händler. So, da sind wir hier. Einmal rechts, links in die. So. Eieiei, bei mir leckt es gerade wie die Sau. So, jetzt geht's wieder. Wo sind sie denn? Wo sind sie denn? Richtung TP13 vom Dia-Trader Rebell Offroader. Okay, Richtung. Wow, wow, wow. Einmal drehen. DP13, ist das die Richtung, sicher? Ja. Gerade wüsste, wo ich bin. Ach, da.
Okay, dann fahren wir einmal Richtung DP13. Mal gucken, was die Jungs so vorhaben und mal gucken, ob wir die... Ich funke eben mal nochmal durch. Ach, Sören, Fettino, komm. Ja, bewaffneter Rebellen-Offroader ist jetzt Richtung DP13 unterwegs. Achso, die haben es ja selber gelesen, nehme ich mal an, ne? Ja. Sind auf dem Weg dorthin. So. Gut, immer geradeaus, oder? Korrekt. Oh, oh, oh. Was ist hier vorne? War der Typ sicher, der geschrieben hat. Kannst du den spotten? Nee. Der ist keiner drin. Hab's schon ausgeraubt. Auf dem Weg zum DIA-Händler sind mindestens 5 Fahrzeuge, die einen angreifen. Mein Helmet ist auch dabei. Ja, ist wieder der Jens. Könnt ihr eventuell runterkommen zu uns im Channel? Na klar. Okay. Hallöchen. So, also wir sind jetzt unterwegs Richtung DP13. Oh nein. Ist da nur ein Händler? Oh, verdammt. Mal Attira fahren. Habt ihr die gesehen? Also ich war mir nicht sicher, ob es ein oder zwei bewaffnete Offroader waren. War nur einer. Ey, wurde gerade bei euch geschossen oder war das hier? Bei mir? Bei dir. Bei uns wurde nicht geschossen. Ach du Scheiße. Ja. Wer von euch... Na super. Schüsse weiter? Bei der Autobahn. Ja, ja. Gehst du mit einem Rekruten oder so in die Hellcat? Oh oh. Ich kann mir keinen Hellcat holen. Achso, du kannst mir keinen holen? Oh. Schüsse bei der Autobahn. Hau mal hier weiter. Bei der Highway Patrol, Leute. Ja. Netz, Zweiger, spawn du um Highway Patrol, wenn du es gekauft hast. Eieieiei. Also Highway Patrol spawn. Ja, ups, ich weiß aber nicht, woher die Schüsse jetzt kommen. Ich kann auch einen kleinen Heli rausholen, dann fliegen wir dahin oder spawnen. Ja, es geht mir halt ins Spawn. Nee, ich mach schon. Ja, spawnen kann ich auch mit einem kleinen Heli, das geht wohl. Wenn ich nicht abschießen lässt? Nee, schaffen die nicht. Okay. Dann hiermit genehmigt. Kenny, du bist aber besser am Boden. Also. Soll ich mit in den Heli oder so? Du machst ich komm mit dem Hand. Ich muss erst noch Attira. So. Ja. Boah, wie klingt drin? Der Heli denn? Warte mal kurz, ich muss eben die Sounds ausmachen. Das verstehe ich mich gar nicht mehr. Also bei DP13 ist eigentlich alles sauber. Da mache ich schon Autoschiebe. Wer ist jetzt hier noch im Heli bei uns? Hier die Straße nach links. Welchen Autoschieber wollen wir fahren? Unten den. Okay. Ich hab den Typen gefunden, oh mein Gott, hier wird gerade wirklich auf mich geballert. Na super. Ich brauche hier unbedingt Verstärkung. Wo seid denn ihr? Bei der Highway Patrol, ich bin bei der Highway Patrol. Oh mein Gott. Ich hab den Typen gesehen. Ja, da wird ein bisschen schwierig. Wir kommen auch gleich, muss nur Ratierer 5 Termin überholen. In der Nähe von... Wo fahrt ihr dann hin, Sören? Ich fahr nach Ratierer. Boah, wie schnell fliegt der kleine Heli. Neben uns ist ein Ifrit bei DP13. Haben wir eine Leitstelle? Haben die euch vorher mit oder ohne RP beschossen? Ja, eine ohne RP. Sehr schön. Ich wurde gerade auch ohne RP geschossen, aber ich weiß nicht, um wen es sich handelt. Ja, eigentlich nicht sehr schön, aber jetzt kann ich ohne Probleme das 50er rausholen. Fix, flieg mal links ab. Oh, flieg mal links. Hinter uns ist der Ifrit. No! Du? Alter, was ist passiert? Ah, du, wo fährst du denn, Tino? Na, der neben mir, die sind gerade der Ifrit. Du bei mir auch, du stehst schräg bei mir. So, hier irgendwo muss der Ifrit sein jetzt. Halte mal die Augen offen. Schreibt mal Mr. Owen bitte an. Er verstand mich gerade, dann wollte ich anhalte. Da unten ist er. Siehst du den Ifrit? Ja. Der ist auch gerade im Support-Channel. Steven, siehst du den Ifrit?
Mr. Owen, da unten auf der Straße ist er. Gerade mit Kirby. Ja, ja. Nein. Der fährt kommt direkt auf euch zu. Aber den anderen, den nach vorne, den sehe ich nicht. Der dreht um. Weiß einer von euch, wer vor Kirby uns oder hinter uns? Welche Art? Was? Plattie. Der fährt wieder Richtung 13, Checkpoint 13. Also am Moment drin. Nein, nicht die Checkpoint, stehen bleiben, stehen bleiben. So. Ja, dann fahren wir da auch mal hin. In die Safe Zone. Du bist mit dem Hubschrauber bei dem Ifrit, oder? Ja, ich bin bei dem Ifrit. Okay, dann. Der ist gerade in der Stadt. Welcher? Er fliegt jetzt zu, er fährt jetzt zu der Highway Patrol Richtung. Was denn? Das Gewehr hier. Das ist der Kaliber. Ein Stückchen hoch. Hochgeschwindigkeitskondition, panzerbrechend. Flieg nicht so schnell, genau, dann können wir schön über ihm bleiben. Wieso hab ich so? Hält an bei der Sandverarbeitung. Geh mal runter, Drix. Stein an der Sandverarbeitung. Genau, ich geh runter und die schießen uns ab, oder was? Die haben Nebel, Rauchwand gemacht. Ah, davon. Trotzdem noch, geh runter. Nur mich, na gut, jetzt fährt er weiter. Jetzt hätte es Millionen absetzen können. Ja, dann hätte sie alle wieder mit dem Drehenbord weggeholt. Ich bin ausgestiegen und dann gib ihn. Game, kommst du? Wahrscheinlich, vielleicht ist da auch jemand ausgestiegen, also vorsichtig, das Polizei auch beim Polizei. Haben wir Freigabe für scharfe Waffe? Ja, da ist einer. Mit einem Geld. Sören? Ja? Freigabe für scharfe Waffe? Ja. Wer ist denn Krilli? Um was geht's denn 78. Überhaupt? Der steht unter deren Schutz, ich kenne den nicht mal. Hat der Offroad auch schon geschossen? Okay, wir steigen hier mal aus. Ist der Ifrit hier in der Nebelwand? Nein, der ist schon weitergefahren ein Stück. Mann, gibt's doch nicht. Der hält an, ne? Ihr habt ja gerade mal einen Schlüssel für den Hunter. Boah, dieser Kackzaun. Alter. Hi, Olaf. Down. Olaf? Ja. Bonstart hier holt vom 50er Kaliber. Ich kann das auch holen. Ich will gucken, ob ich auf dem Server drauf komme. Ich bin gerade drauf gekommen, so soll ich holen. Die trollen nämlich im Ifrit bewaffnet Offroad oder ohne RP da rum. Wer denn? Ifrit fährt jetzt gerade eher Richtung Highway Patrol. Er ist schon im Support-Bereich oben, also. Ich mach was auf, da kommt einer. Bin mal ganz kurz auf K. Wo? Das ist das doch die bewaffnete Offroader auch. Ja, wie hört sich's denn an? Hört sich's eher so wie eine 50er an? Nee, das ist, ja gut, ich hab die neuen Waffensounds, ich kann die Waffen noch nicht unterscheiden. Hallo, was gibt's? Sound like we're unmuted. Ich wollte mal nachfragen, was die gerade suchen, das fand ich hier so komisch genau. Ja, hier fährt ein Ifrit rum, also seien Sie ein bisschen vorsichtig, er ist hier bewaffnet unterwegs. So, gut. Ja, warte, mach ich schon. Wer ist eigentlich Creepy? Creepy ist Bloody Harry. Okay. Kirby heißt das. Ich frage mich nicht, warum man sich alle drei da rumbenennt, aber. Wo soll ich spawnen? Atira oder was? Keine Ahnung. Kommt noch an, wo die jetzt sind, wenn ich spawn Highway Patrol. Ja, Highway Patrol ist auch nicht schlecht, Bart. Boah, wie langsam geht das denn? Die fahren weg, ich hab gerade Everett wegfahren sehen, kannst du wieder hoch. Ist zu spät. Trotzdem noch die 50er Tricks holen. Ist bei dir noch ein Ifrit? Ja, die trollen den ganzen Tag hin und her. Ich hab ihn nicht auf Radar. Ich hol ihn mal trotzdem. Ich hab's auch dabei. Dafür sind die anderen beiden in meinem Heli zuständig. Weil ich denke mir mit den Waffen auch wieder rumhalten können. Die fahren können Richtung Highway Patrol, glaube ich. Und Terror spielen können. Oh geil. Da kommt die mit auf mich zugefahren. Nacho, oder? Wie bitte? Wenn die mit den Waffen Offroad rumtrollen können, können wir auch 50er rausholen. Ja eben, also spätestens dann. Offroad bewaffnet, fährt jetzt Richtung Highway Patrol. Ich hab mal auf unseren Testserver mal was, die Worten aus dem Spiel entfernen, Spielerlimit erreicht. So. Okay. Hey, ich hab auf unseren Testserver mal was ausprobiert, du kannst diesen Hunter gar nicht rausholen. Diesen bewaffneten Hunter. Nein, du kannst ihn nicht mehr kaufen. Du bist ja noch drin. Das weiß ich nicht, aber gucken. Also auf dem Testserver konntest du auf jeden Fall nicht. Also schießen müssen die echt noch üben, ey. Vorsicht, der beim Streifenwagen, der hier steht, ist der bewaffnete Offroader und schießt schon. Hier steht ein Hunter. Wo steht ein Hunter? In der Tiere. Ja, irgendwo sind wir drin. Hier irgendwo vor. Steven sollte mal sofort stehen bleiben.
Fahr nicht. Weil da vorne der bewaffnete Offroader steht. Sollen wir gleich zum Startbank fahren? Hier vorne ist ein... Hummel beim... Fahren die oder stehen die? Highway Patrol. Fährt der Offroader oder steht der? Kenny macht die bereit. Der steht, glaube ich, aktuell. Steig mal aus. Unterstützung bei der Highway Patrol. Ich brauche Unterstützung hier. Ja, wir haben es gehört. Danke. Nacho, jetzt nochmal. Chango landet bei der Staatsbank, hat AC Johnny geschrieben. Kannst du mal mit dem Fahrzeug langsam in der Hand kommen? Nee, nicht da vorne oder sind kann man hier einen Heli? Oh, Ifrit, aufpassen. Oh mein Gott, Sören. Steven, pass auf. Ach, Ifrit fährt gerade langsam. Was denn? Warte, wer ist denn das da oben? Pass auf, die werden beschossen, Da drüben ist RR. Pass auf, der jagt euer Auto auf mein Schild. Ja, die ist überall. Und mir nicht drüber. Komm, steig ein, Steven. Stehen bleiben. Steven, noch ein Schießer. Wollen wir zur Staatsbank fahren? Geh runter. Das ist nicht ein, Steven. Ja, ich geh doch runter. Alles das Ding, das ist wie so ein Panzer in der Luft. Nacho. Ja, fein. Stehen Staatsbank bleiben. Oder Highway Patrol? Ja, wo ist denn jetzt gut, das los? Gut, wir fahren erstmal weg. Stehen bleiben oder ich schieße. An der Staatsbank ist gerade ein Heli runter und in der Highway Patrol ist ein Offroader mit Ifrit. Alter Verwalter. Ich bin getroffen. Wir wollen jetzt deine Hexen haben. Erstmal zu... Hier hin. Erstmal zu Highway. Okay. Ich kann mich nur noch retten mit Autohuber. Ganz im Ernst. Ja, wenn das Jörg, könntest du eventuell ganz kurz mich an Steuer lassen? Nein. Siehst du den Ifrit, Steven? Warte mal, wir fahren nicht negativ. Oh mein Gott. Den Offroader auch nicht? Der ist da vorne rechts. Steck aus, repariere. Ja, mach mal. Ah, der Hunter hebt gerade ab. SEK, ich hab kaufen. B-Fahrzeug. Was brauchen wir denn, oder? Ist das gleich los? Abdenken. Gut, kannst wieder fahren. Rechts neben uns ist der. Ja, ich sehe. Links neben uns. Soll ich fahren? Vorne ist er, passt auf. Ach, ist das toll. BBV, wo ist das SOS? Ist die Bank zu fahren? Bist du drin? Olaf, ja, bin ich. Ja, ich bin jetzt am Heli ist offen, ne? Oh. Turner, kannst du einsteigen? Ja, Frage ist Bank zu fahren. Du kannst. Andi? Ja. Das ist eigentlich fast immer richtig. Es ist zumindest gerade ein Heli gelandet dort. Okay, ich war gerade mit dem Kevin Gespräch wegen den zwei Bahnen. Ja, da könnt ihr euch gleich den nächsten Bahnhof machen. Ich glaube, wir werden. Unser Fahrzeug wird beschossen, wir stehen unter Beschuss. Wo denn? Aktuell. Moment. Wo sind wir? Der verfolgt an der Seite, fast an der Salzmine. Keiner? Ja, fast doch, an der Salzmine. Nein, wir werden nicht verfolgt. Die also Tenor und Wubi ist da bei uns in der Nähe. Wobbe. Ja. Scheiße, deine Waffe ist despawned. Kacke. Steven, wo bist du? Mach mal einen Punkt auf die Karte, bitte. Dann weiß ich auch, wo die sind. Geht nicht. Warte. Steven, machst du einen Punkt auf der Karte? Ich bin tot. Ich mach. Ja. Oha, wir sind ja fast so auf diesem Wurm hier. Wow. Vor dir. Gucken aber gerade nicht in deine Richtung, wo ich hab noch 15. Bei mir hat's geleckt, das ist voll scheiße, wenn's leckt. Boah, ich bin tot. Sicher, nix anderes. Haben sie euch beide, ja? Ja. Jo. Fix, dann riskier nix. So ein Fuck. Gesagt. Ja, Leute, wir sind leider gestorben und da die Real-Life-Regel zählt, müssen wir leider 10 Minuten warten, bis wir wieder zum Ort des Geschehens können. Deswegen erstmal, ja, hier Part Ende. Ich hoffe, es hat euch gefallen, diese kleine Schießerei mit RR. Wir sehen uns im nächsten Part wieder. Bewertet das Video positiv, wenn ihr mehr Kopfvideos sehen wollt. Und bis dahin, tschüss.